la, bum bum. La la la. Schaut, das ist ein Buch. Vielleicht ein Buch über Piraten mit einer Schatzkarte. Nein, das glaube ich nicht. Ach, hätte ich doch all ihre Lügen durchschaut. Ah, fang vorne an, nicht irgendwo in der Mitte. Also beschloss ich, zur Feder zu greifen, um die bis dato verstörendste Geschichte meines Lebens niederzuschreiben. Es begann an einem frühen Morgen des Jahres 1898, als Sherlock Holmes mir anbot, ihn zum Marquis von Conningham zu begleiten. Watson, mein werter Freund, wir können jetzt gehen und den Marquis darüber in Kenntnis setzen, dass wir die samoanische Halskette gefunden haben. Und zwar deutlich schneller als Inspektor Baines, was mich zufrieden stimmt. Sie haben den Diebstahl wirklich aufgeklärt, Holmes? Und so schnell? In der Tat, Watson. Und glauben Sie mir, es war völlig unnötig, ganz London ins Visier zu nehmen, wie unser Freund Baines es wollte. Er brüstet sich ja gerne damit, dass seine Methoden den meinigen in nichts nachstehen, aber wieder einmal wurde er eines Besseren belehrt. Jetzt begleite ich Sie schon so viele Jahre bei Ihren Ermittlungen und hätte eigentlich gedacht, dass ich Ihren Gedankengängen mittlerweile folgen kann. Aber ich muss zugeben, dass ich in diesem Fall absolut gar nichts verstehe. Ach, Sie sehen zwar, Watson, aber Sie nehmen nicht wahr. Darin liegt der Unterschied. Die Sache ist doch sonnenklar. Sonnenklar? Mitten in der Nacht, als jeder tief und fest schläft, klingelt die Glocke in diesem Zimmer und alarmiert die Bediensteten. Sie ziehen sich schnell an und eilen zur Tür, aber sie ist verschlossen und strenger Brandgeruch steigt aus dem Zimmer empor. Einige Sekunden später kommt auch schon der Herr des Hauses, der Mann der bestohlenen Marquise, Marquis von Conningham, und schließt mit dem einzigen Schlüssel die Tür auf. Im Zimmer ist ein Feuer ausgebrochen. Aber sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Brand zu löschen. In diesem Moment merkt der Marquis, dass die berühmte samoanische Halskette, die noch vor wenigen Stunden sicher in einer Vitrine aufbewahrt wurde, verschwunden ist. Verifizieren wir meine Theorie, bevor Inspektor Baines hier eintrifft. Die Glasscheibe wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten, sauber und diskret. Hier wurde die Halskette aufbewahrt. Sehen Sie nur, wie klein die Öffnung ist und nicht ein einziger Fingerabdruck auf der Glasscheibe. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Diese Spuren können nur von einem Diamanten stammen. Jemand hat versucht, das Glas aufzuschneiden, wurde dabei jedoch gestört. Der Dieb wollte also durch das Fenster fliehen, aber etwas kam dazwischen.
untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind. Hier ist nichts Interessantes. Diese Rußspuren stammen von einer winzigen Hand. Ich verstehe nicht, warum die Noten voller Ruß sind. Eine Kerze. Sie muss vom Kronleuchter gefallen sein. Diese Dokumente sind nicht besonders interessant, auch wenn sie an den Minister für Seefahrt adressiert sind. An den Marquis höchstpersönlich. Fußspuren. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Hose nicht schmutzig machen, wenn Sie sie untersuchen. Nicht nötig. Das ist Ruß. Die Bediensteten müssen hineingetreten sein, als sie das Feuer gelöscht haben. Als der Täter fliehen wollte, wahrscheinlich durch das Fenster, hat er den Schemel umgestoßen, der dann Feuer gefangen hat. Aber warum hat er nicht sofort versucht, das Feuer zu löschen? Merkwürdig. Einige Gegenstände wurden umgestoßen. Das Feuer ist genau hier ausgebrochen, direkt unter der Klingelschnur. Wer auch immer an der Klingelschnur gezogen hat, muss den Fuß im Feuer gehabt haben. Außer er hat schon geklingelt, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Der Schrank wurde nicht geöffnet. Dort wurde die Halskette nicht aufbewahrt. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Hinter diesem Raumteiler kann man sich gut verstecken. Der Diebstahl erfolgte bei Nacht. Daraus schließe ich, dass sich der Täter einfach hinter dem Raumteiler versteckt und dann gewartet hat, bis er allein im Zimmer war. Seltsam, keinerlei Spuren. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Täter sich hier versteckt hat. Dieses Aquarium wird nicht besonders gepflegt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein toter Fisch. Als die Bediensteten durch die Glocke alarmiert wurden und schließlich zur Tür kamen, wurden sie Zeuge von dem Diebstahl und dem Feuer, sahen allerdings nicht den Täter. Diese Tür ist nur schwer aufzubekommen und nur der Marquis besitzt einen Schlüssel. Der Dieb konnte also erst aus dem Zimmer gelangen, als die Tür von den Bediensteten geöffnet wurde. Ah, Mr. Holmes, Sie sind schon da. Guten Morgen, Inspektor. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Scotland Yard ist auf Zack und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber sagen Sie, Mr. Holmes, diesen zufriedenen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Haben Sie den Fall schon gelöst? Gut möglich. Wir haben die recht ungewöhnlichen Fußspuren des Diebs nachverfolgt. Ein wahrer Akrobat. Aber was ich nicht verstehe, als die Bediensteten das Zimmer betreten haben, war niemand zu sehen. Ein Akrobat vielleicht. Aber unsichtbar? Glaube ich kaum. Die einzige Erklärung ist, dass der Dieb entkommen konnte, bevor die Bediensteten das Zimmer betreten haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist die einzige Möglichkeit. Ein halber Punkt für den Doktor, 0 Punkte für den Herrn Inspektor. Es freut mich, dass Sie Ihren Spaß haben, Mr. Holmes. Dann erklären Sie doch mal, wie es war. Dr. Watson lag mit dem Akrobaten richtig, aber unsichtbar war er nicht. Und Ihre Vermutung, Mr. Baines, ist falsch, da sich der Dieb noch im Zimmer befand, als die Bediensteten es betreten haben. Erklären Sie in Gottes Namen, wie es sich zugetragen hat, Mr. Holmes.
Watson, wie kann ein Dieb mitten unter 8 Personen übersehen werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er sehr klein. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Richtig, er war sehr klein. Klein und außergewöhnlich gewandt. Denken Sie etwa an einen Affen? Und dressiert noch dazu. Ohne Zweifel ein Leontopithecus Rosalia aus Mittelamerika. Der Affe versteckte sich für mehrere Stunden im Zimmer und wartete geduldig auf das Signal seines Besitzers. Als die Nacht hereinbrach und das Zimmer leer war, ertönte ein hoher Pfeifton. Und der Affe wusste, dass nun die Zeit gekommen war, das zu tun, wofür er dressiert wurde. Er verließ sein Versteck und öffnete die Vitrine mit der Spitze eines Diamanten, um die Halskette herauszunehmen. Er lief über den Kamin in Richtung Fenster, stieß dabei jedoch den Schemel um, der wiederum den Kaminschirm mit hinunterriss und schließlich in Brand geriet. Der verschreckte Affe sprang vom Kamin, indem er sich von der Klingelschnur der Glocke abseilte und rief damit die Bediensteten auf den Plan. Er sprang dann zum Fenster und begann damit, mit Hilfe des Diamanten ein Loch ins Glas zu schneiden, wurde dabei jedoch von den Bediensteten gestört, die versuchten, ins Zimmer zu gelangen. Erneut bekam er es mit der Angst zu tun. Er lief hinüber zum Flügel und warf dabei die Notenblätter auf den Boden, bevor er sich im Kronleuchter versteckte, wobei er eine Kerze hinunterwarf. Schließlich gelangten die Bediensteten und der Marquis ins Zimmer, ließen dabei aber die Tür auf, während sie das Feuer löschten. In diesem Durcheinander gelang es unserem kleinen, gewandten Dieb, durch den Gang zu entkommen. So einfach war das. Eine brillante Schlussfolgerung. Bravo, Holmes! Und die Halskette?